Wovon soll dein Wohlstand in Zukunft abhängen? Von dir selbst oder vom Staat? Die Entscheidung hängt davon ab, welche Ausbildung du machst. Lernst du etwas, was gebraucht wird? Ein Ausbildungsberuf? Gehst auf die Berufsakademie? Machst was Technisches? Oder studierst Gender Studies, Critical Whiteness und Rassentheorie? Die Frage, die du dir stellen musst, ist, gibt es deinen Beruf in 10 Jahren noch? Und wer wird die Leistung, die du anbietest, nachfragen? Gibt es außerhalb einer linken Blase wie der EU irgendjemanden, der deine Expertise im Bereich Gender Studies braucht? Und ist es deshalb nicht vielleicht besser, man wird Handwerker, man wird Techniker oder man erfindet als Ingenieur die Innovation der Zukunft? Die EU mit ihrer falschen Identitätspolitik schafft unendlich Arbeitsplätze für unnötige linke Ideologen. Aber ist das nachhaltig? Möchtest du dein Leben darauf aufbauen, dass über Jahrzehnte hier in Brüssel Geld, das nicht da ist, das man selbst druckt, in unnötige und ökonomisch widersinnige Jobs gepulvert werden? Oder baust du es auf festem Grund, indem du eine Berufsausbildung machst, die etwas schafft, was wirklich gebraucht wird? Ausbildung, Berufsakademie, duales Studium, technische Berufe, das wird gebraucht. Denn dann hast du die Chance, dass dein Leben und dein Wohlstand von deiner Leistung abhängt und nicht davon, dass irgendwelche Politiker irgendwelche Projekte finanzieren.